Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Armored Warfare hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und leider Gottes ist die Aufnahme ein bisschen im Arsch gewesen. Eigentlich war hier vor noch der Kauf der besseren Nebelanlage und der Kauf des besseren Motors zu sehen, wie ich das getan habe und eingebaut habe. Und ich mich auch deswegen ein wenig dazu habe hinreißen lassen, die Mission zu spielen. Musste dann leider Gottes rausklicken, weil ich dachte, Mensch, ich könnte meinen Ping verbessern. Aber nein, konnte ich nicht. Erstens das und zweitens hat sich dann auch noch hier mein Spiel, also beziehungsweise mein Display ein wenig in die Aufnahme, also sagen wir mal so, ich hatte die Aufnahmeeinstellung einfach falsch. Wenn man es auf den Punkt bringt, hatte ich da einfach etwas falsch eingestellt und... Das ist dann natürlich nicht so gut. Was, wieso bist du jetzt nicht reingekommen? Oh! Du schießt auf meine Richtung. So, Schaden durch Spähen haben wir auf jeden Fall gekriegt. So, dann haben wir noch zerlegt. Sehr schön. Ja, da vor mir ein Berg kannst du schießen, da habe ich keine Probleme mit. Munition bereit, aber kein Ziel in Sicht. Oh, kein Ziel in Sicht, sagt er da. Au. Schießt du noch auf mich? Naja gut, aber ich habe mich auf jeden Fall zu dieser Mission hier durchringen lassen. Oh, die haben wir angezündet. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der brennt aus. Muss ich hier mal ganz kurz für mich spotten. Der PL01 fährt dort durch. Da komme ich irgendwie nicht ran. Au! Au! Das tut immer richtig weh. Darf ich mir nicht zu oft geben. PL01 hat mir 2 AP in Shells reingegeben und ab kürzester Zeit hat mir 1000 Schaden gemacht. Oder? Und da kriege ich noch eine Defense von ihm. Gar nicht mehr so gut sowas. Weg ist er. Jojojojo. So. Gut, ich könnte schon wieder nehmen, wenn ich wollte. Da fress ich doch glatt die ATGM. Schande. Die wollte ich nur wirklich nicht haben. Ich habe sie noch kommen sehen, also ich habe sie wirklich noch anfliegen sehen. Das war... Das war doof. Fresse ich da kurz vor Schluss noch die ATGM. So lange habe ich das eigentlich ganz gut hingekriegt, aber wie gesagt, ist man einmal Target, das geht ratzfatz hier, dass man hier ordentlich HPs verliert mit diesem Fahrzeug, weil man hat halt einfach absolut null Panzerung, ne? Also es ist wirklich, man ist... Gegen jeden Gegner, jeder Gegner kommt einfach sinnloserweise in einen rein und das ist ein bisschen schade bei diesem Fahrzeug. Gut, was soll der VBL sagen, ne? Der hat das gleiche Problem wie ich. So, jetzt müssen wir mal ganz schnell da unten an den Kreis rankommen, dass wir da vielleicht eventuell mal ein bisschen resetten, weil das sind bloß nur 11 Sekunden, 10 Sekunden. Ja, da musste ich mich leider Gottes opfern fürs Team, ein bisschen, ne? Hab natürlich gleich wieder eine ATGM gekriegt. Es fährt immer noch keiner ran, ne? Und macht da irgendwie Schaden. Keine Ahnung. Ja, das ist das Problem mit dem Ding. Also du kriegst so schnell so viel Schaden rein und unser Heavy Tank, der ist der Meinung, er müsste da irgendwo ganz hinten rumfahren. Naja, gut, okay. Und der andere, wo fährt der rum? Der ist ja mal komplett ab vom Schuss. Der weiß ja so gar nicht, wo es lang geht anscheinend. Oder wo der Gegner ist. Das ist halt das Problem bei dieser Karte. Also, verfährst du dich einmal, bist du so weit ab vom Schuss oder fällst du irgendwo leicht runter, dann musst du Ewigkeiten wieder erstmal tun, dass du hochkommst und. Ja, ich habe mich jetzt geopfert hier, in der Hoffnung, dass es dann einigermaßen was bringt. Der VBL kann sich auch noch einmal wiederbeleben.
Das, dem bin ich eigentlich. Ja. Ja, ich muss mich auch anüben an diesem Panzer. Also ich darf solche Aktionen. Mit dem Heavy Tank mache ich solche Aktionen, kann ich solche Aktionen machen, weil ich mich da ein bisschen auf Panzerung verlassen kann, aber hier mit dem Teil. Das geht einfach nicht. Schade, naja gut. Aber wie gesagt, den Anfang habe ich eigentlich ganz gut gekämpft und jetzt dann, also ich habe stark angefangen und stark nachgelassen. Das muss ich offen und ehrlich zugeben. Oder das kann man auch gar nicht anders betiteln. Ach, der BMP ist auch einmal gestorben schon. Oder warum fährt er hinten rum? Warum fährt er da hinten rum? Die sind hier am Kämpfen wie die Männer hier, die beim der Heavies. Gut, ich meine, die werden es hinkriegen jetzt, ist da nicht mal allzu viel Gegner, aber er fährt da wirklich hin, um diesen das Secondary zu machen, ne? Naja gut, okay. Naja gut, soll er machen. Mal nur hoffen, dass sie jetzt den Rest noch hinkriegen. Jetzt müssen wir einmal komplett rüber. Mal gucken, wie es beim BMP aussieht hier. Der Turm sieht lustig aus von dem Ding, ne? Es ist natürlich schade, dass ich jetzt wieder down bin. Ach Mann, ey, das ärgert mich aber auch. Die ganze Aufnahme stand unter keinem guten Stern. Hat schon beschissen angefangen und sie wird leider Gottes auch beschissen enden. So, jetzt. Was macht er da für eine Reiserei? Kann er von da aus? Wo guckt er denn hin? Wo muss man da gucken? Was? Auf wen schießt du da? BMP? Hä? Nur mal so kurz. Als Erinnerung. Der Kreis ist woanders. So, der Typ 99, der kommt jetzt dort an. Hat 17 Sekunden. Haben sie jetzt noch um den... Ja, der VPN ist der. Der macht natürlich erst mal seinen Clip leer, ja. So, jetzt haben sie noch 8 Sekunden, um einmal zu resetten in dem Kreis. Und jetzt müsste der Typ 99 sich eigentlich opfern. Er müsste eigentlich einfach dumm stumpf vorfahren in den Kreis hinein, um den Kreis zu kriegen, um nicht zu verlieren. Das ist hiermit eindeutig geschehen. Ah. Na gut. Jetzt Aurora hat auf jeden Fall schon mal wesentlich Schaden mehr genommen. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob sie das durchhalten hier. Also das ist nicht die einfachste Mission. Das muss man wirklich dazu geben. Also das muss man wirklich lassen und sagen. So, er fährt hinter den Gegnern hinterher hier. Der BMP macht schon wieder Reis aus. Keine Ahnung, wo der hinfährt. Das ist ja geckig. Wo eiert der denn rum? Das finde ich ja echt. Das finde ich ja echt knorkig, was der so treibt. Oh, nicht so querfahren. Das ist besser, wenn du frontal fährst. Und BMP, der will jetzt umkreisen, der will den Gegner von hinten angreifen anscheinend. Nichts Genaues weiß man nicht. So, er fährt da oben erstmal einmal durch. Fängt sich richtig ein, hat repariert. Fängt sich weiterhin was. Wir gucken mal hin zu ihm. Er steht an der Brücke fest. So, jetzt kriegt er da mit dem MG richtig rein. Von hinten. Eieieiei. Jetzt hat er genebelt. Das war auch kurz vor knapp. Er hat auch schon wieder. Der mehr HPs als ich, ne? Das ist auch bloß ein 7er, ne? Aber 2051, wie viel hab ich denn gehabt? Insgesamt habe ich 3440 Schaden genommen. Wurde einmal bloß 60% wieder gekriegt. Na, könnte auch so nett mit 2000 haben. So, jetzt geht's weiter hier. Aurora ist noch lebendig. So. Okay. Ja, also wenn sie es gewinnen, ist ja gut, ne? Kriegen wir ein bisschen mehr EPs, als wenn sie es nicht gewinnen, ne? Also das ist immer der große Vorteil an der Sache. So, der Typ 99, der hat aber auch schon einmal sich, glaube ich, repariert. Das heißt also, wenn der jetzt noch eine nimmt, dann ist vorbei mit ihm, dann ist Essig, dann ist aus. Aber die Aurora greifen sie auch nicht an, also das kann man auch aussetzen. Das ist jetzt der Moment, wo ich dann sage, da spielt die KI halt einfach schlecht. Ne? Sie hätte jetzt absolut uneingeschränkte Möglichkeit, die Rakete anzugreifen und sie tut es einfach nicht. Wo ist denn der? Der fährt da unten rum. Der will halt die Warrior killen, ne? Der unten im Graben steht, der so gar nichts machen kann, ne? Aber hier könnt ihr jetzt eben quasi uneingeschränkt auf die
auf die Aurora zugegriffen werden und könnte dort Schaden gemacht werden, aber... Also von der KI. Aber da passiert aber nichts, ne? Der fährt ja so, wie ich mit meinem Panzer hätte fahren sollen. Naja. Wir werden das schon machen. Also ein paar Gegner haben sie da noch. War der BMP-3 da oben. Der bleibt einfach da oben erstmal cool, ruhig stehen. Naja, ist ja nicht wieder schlimm. So, jetzt kommen da noch ein paar mehr dazu. So, Merkava 4 haben sie down. So, er geht erstmal auf den Terminator hier mit seiner Raketenwerfer. Wo kaut er denn eigentlich die Raketen raus? Haut er die durch das dicke Rohr in der Mitte raus? Muss ja, ne? Diesmal. Sieht man nicht, aber ich denke mal schon, dass das durch die Mitte läuft. So, jetzt hat es den Typ 99 hat's erlegt. Das ist natürlich sehr schade. Aber 2 Minuten, ein bisschen was, können sie ja vielleicht noch durchhalten. Mit ein bisschen Glück kriegen sie es hin. So. Terminator hat es auszerlegt. Was hat er denn hinten drauf? Ach hier, American Knights hat er hinten drauf. So, unser Merkaba kriegt jetzt da irgendwie ein bisschen was gefrühstückt. Aber wie gesagt, sie haben absolute Hoheit da mit den ganzen Panzern und sie greifen einfach das Ziel nicht an. Sie stellen sich nicht rein ins Ziel und machen am Ziel Schaden. Der Ramka könnte da ohne Probleme jetzt Schaden machen, ne? Wenn wir jetzt vom Merkaba aus mal gucken, da sehen wir auch nichts. Ja. Na, also die könnten ohne Probleme Schaden an der Rakete machen und müssten nicht ihre Munition verschwenden, um quasi versuchen, irgendwie den Gegner zu killen. Aber gut, das ist halt eben, soll ja unser Vorteil sein, wir gewinnen dadurch. Wir sind halt eindeutig viel zu früh gestorben. Was hat er da hinten für ein Abzeichen dran? Das kenne ich gar nicht, weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich es hin herholen sollte. Ich finde aber diese komischen Murmeln, die da hinten runterhängen, die finde ich ja schon wieder niedlich. Ich glaube, die haben sogar eine Bewandtnis. Also das ist nicht einfach so da dran. Hoppala. Naja, 90. Oha. Hey, die Witzka. Da backt aber einer rum. So, jetzt kriegt er ein paar. Ich glaube, er hat... Nee, Kette hat er noch dran eigentlich. Entweder ist er festgebackt oder fährt er nicht zurück. Meine Herren. Das war aber auch in allerletzter Sekunde, weil wenn die ATGM jetzt durchgekommen wäre, dann hätte er sicherlich Schwierigkeiten gekriegt. Und hätte dann doch ordentlich Schaden auf der Seite gekriegt. Aber 40 Sekunden müssen sie nur durchhalten. Naja, es wird wohl klappen. Sind zwar beide weit wund, aber kein Risiko mehr eingehen, großartig. Die Aurora beschießen sie nicht, also von daher. Ganz locker flockig den Sieg nach Hause fahren und sich nicht noch wegbomben lassen. 14 Sekunden noch. Bis dahin kriegen sie die Rakete nicht mehr kaputt. Gut. War ein Sieg, wenn auch ein schlechter. Das kann man eindeutig so sagen. So, er nimmt nochmal 100 Schaden. Das ist auch wenig eigentlich. Und die Rakete kann starten. Und wir haben somit den Sieg gesichert. Können den Siegbonus kriegen. Und wir lernen wieder dazu, mit diesem Panzer solche Aktionen machen. Ganz dumme Idee. Schade eigentlich. Ah. Bin halt ein Heavy-Tank-Fahrer. Gut. Aber wie gesagt, es hat am Anfang leider Gottes auch Schwierigkeiten gegeben mit der Aufnahme, die mir sehr, sehr leid tun, weil das war eigentlich ein schöner Anfang, den wir da hatten. Das lief eigentlich bis zu den Problemen lief es ganz gut. So, 10.000 IPs haben wir gekriegt, wir werden im Team ganz unten stehen, klar, logisch, weil wir wenigstens Schaden gemacht haben. Und auch hier, der Typ 99 hat 24.000 Schaden rausgehauen. Der war richtig gut unterwegs. Bin gerade so ein bisschen über dem Merkaba, unter dem Merkaba gerutscht, das finde ich jetzt auch eigenartig, aber okay. Ja, kann man aber nichts anderes sagen, wer so wenig Schaden macht und so früh stirbt, ne? Der hat es halt nicht verdient. Das muss ich zugeben, das war dumm. So, und um nochmal zu zeigen, welche Upgrades ich gekauft habe. Den Nebelmittelwerfer und den Detroit Diesel. 600 Horsepower, also 50 Horsepower mehr. Und hier halt eben Nachladezeit 10 Sekunden. Ah, okay, Magazin Nachladezeit 3 Schuss. Ah, kann also drei Nebelwerfer-Aktionen relativ schnell hintereinander machen. Alles klar, warum? Was hast du hier für Punkte dran? Dieses Fahrzeug verfügt über einmal. Ach so, das ist der Stingray. Der Vorgänger. Gut,
Das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ja, dann werden wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wiedersehen. Ihr könnt einen Daumen nach oben da lassen und oder ähnliches, ne? Und ja, mal eine doofe Aktion, aber ich hoffe, es wird besser. Bis denn. Tschüss.